Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann mir gut vorstellen, warum der Kollege Lars Harms sich wünscht, dass wir hier keine juristische Diskussion führen. Da werden wir nämlich dann durchaus Probleme mit der aktuellen Rechtsprechung, auch mit der aktuellen Gesetzeslage, so wie wir sie beurteilen und so wie ich glaube, dass sie auch aus einigen Verfassungsgerichtsurteilen hervorkommt, bekommen werden. Ich denke, wir sollten unserem Land schon sehr klar sagen, dass aktive politische Partizipation und Mitbestimmung drei wichtige Komponenten erfordert. Das klare Bekenntnis zu den Werten und zum Recht unseres Landes, eine erfolgreiche Integration und einen langfristigen Bleibewillen. Und deshalb ist unser Wahlrecht auf keinen Fall, ich werde es mal ein bisschen polemisch formulieren, in keinen Fall ein Giveaway-Artikel, und es soll es auch keiner werden. Das aktive und passive Wahlrecht sind nach dem Grundgesetz dem Volk und damit dem deutschen Staatsvolk, also den Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft vorbehalten, mit einer Ausnahme, nämlich dem Kommunalwahlrecht für Staatsangehörige der Mitgliedschaften der Europäischen Union. Das wiederum, völlig richtig, was bereits gesagt worden ist, basiert auf Gegenseitigkeit und basiert auf den europäischen Verträgen. Und das geschieht, weil die Europäische Union eben nicht lediglich eine Wirtschaftsunion ist, sondern weil sie sich als Wertegemeinschaft versteht. Demokratie, persönliche Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, diese gemeinsamen Werte machen Europa aus und nur deshalb gewähren sich die Staaten der EU gegenseitig auch das Kommunalwahlrecht. Und das Kommunalwahlrecht ist zudem auch ganz deutlich ein Ausdruck der Personenfreizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union. Wir Freie Demokraten, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wollen gelungene Integration. Wir wollen ein Land, das offen ist für Menschen, die sich zu unseren gemeinsamen Werten bekennen. Aber wir werden nicht die Verhältnisse umdrehen und die Partizipation vor die Integration stellen. Wir werden nicht Partizipation vor das Bekenntnis zu unseren Werten stellen. Und das sieht übrigens auch das Bundesverfassungsgericht in einer Reihe von Urteilen genau so. Und deshalb fordern wir Freie Demokraten seit unzähligen Jahren ein modernes Einwanderungs- und Einbürgerungsrecht, das Chancen eröffnet, das gleichzeitig aber auch deutlich macht, gleiche Werte sind die Basis für ein friedliches, für ein demokratisches Zusammenleben. Und auch dazu kann man sich ohne weiteres bekennen. Zum Beispiel durch einen Antrag auf Einbürgerung. Wer Wahlrecht zum undifferenzierten Mitnahmeartikel macht, der wiederum höhlt die Grundsätze unseres Staatsbürgerschaftsrechts aus. Herr Abgeordneter, pardon, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Dr. Stegner? Gerne, Herr Dr. Stegner. Herr Kollege Holowaty, Sie haben eben von der Freizügigkeit gesprochen, gilt die nur für Kommunalbürger oder gilt die Freizügigkeit nicht auch für Landes- und für Bundesbürger? Und irre ich mich oder hat der Kollege Kubicki hier für die FDP-Landtagsfraktion erklärt, dass er schon der Meinung sei, dass mit der Einführung des Kommunalwahlrechts im europäischen Bereich das Verfassungsgerichtsurteil von 1990 überholt ist? Er allerdings der Meinung, weil wir müssen die Verfassung dafür ändern, aber seine FDP sei da dabei. So habe ich ihn immer hier verstanden. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie das nicht mehr so sehen? Herr Gnädig-Schneider, das ist doch überhaupt gar kein Widerspruch. Ich habe gesprochen und Sie haben genauso darüber gesprochen, über die Rechte, die Bürger der EU hier innerhalb Deutschlands wahrnehmen können. Und ich bin gerne bereit, mit Ihnen zu diskutieren, ob ein Landes- oder auch gar ein Bundeswahlrecht, wie immer Sie es argumentieren, und Europawahlrecht sowieso, das wissen wir, auch auf Basis einer EU-Bürgerschaft möglich ist und wie man dann das Ganze handhaben kann. Wenn wir uns als gemeinsame Werteunion auch verstehen, dann müssen wir auch gemeinsam darüber reden. Aber genau das ist nicht Gegenstand Ihres Antrages, ist auch nicht Gegenstand des SSW-Antrages, sondern Gegenstand des SSW-Antrages ist, nicht Unionsbürgern das Wahlrecht zu geben. Und an dieser Stelle, Herr Dr. Stegner, liegt der Dissens, den wir haben. Nunmehr, Herr Abgeordneter, möchte der Abgeordnete Rother eine Bemerkung machen. Gerne. Ja, Herr Kollege Holowaty, ist Ihnen denn bekannt, dass sowohl das Europäische Parlament als auch der Europarat in ihren Beschlüssen genau das fordert, was der SSW hier aufgeschrieben hat? Nun, die Beschlüsse des Europarates und des Europäischen Parlaments entbinden uns natürlich nicht davon, weder hier noch im Bundestag, auch über diese Themen unter unserer eigenen Intention, unserer eigenen Absichten zu diskutieren und das entsprechend zu bewerten. Und ich sehe im Moment, dass zumindest für mich die Frage eines Wahlrechts, eines undifferenzierten Wahlrechts für Nicht-Unionsbürger, für Ausländer von Drittstaaten, so nicht mit meinem Verständnis des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts in Übereinstimmung zu bekommen ist. Ich sage noch mal ganz klar,
Es muss Integration als erster Schritt sein. Partizipation ist die Folge von Integration. Und deshalb, wenn die Sozialdemokraten ihre Begründung ausführen, dass genau deshalb wiederum eine Bundesratsinitiative notwendig sei, um die bestehende Diskrepanz zwischen dem Wahlrecht deutscher Staatsbürgerinnen, Unionsbürgerinnen sowie Bürgern von Drittstaaten aufzuheben, dann sage ich Ihnen, genau deshalb brauchen wir genau diese Diskrepanz, genau diese Differenzierung ist in unserem Staatsbürgerschaftsrecht gewollt. Das kommunale Wahlrecht für EU-Bürger ist möglich, weil wir davon ausgehen können, dass wir als EU vor allem eine Wertegemeinschaft sind. Wir wollen die EU nicht in kleinteiligen Staaten verstehen. Wir wollen die Niederlassungsfreiheit, wir wollen die Dienstleistungsfreiheit, wir wollen die Warenverkehrsfreiheit, wir wollen die Personenverkehrsfreiheit. Das kommunale Wahlrecht ist Ausdruck dieser selben. Wenn wir auf der einen Seite eben durch diese Freiheiten EU-Bürgern die dauerhafte Wohnsitznahme ermöglichen, dann soll damit selbstverständlich auch die politische Partizipation einhergehen. Die Voraussetzung für Drittstaatsangehörige, auch was das Aufenthaltsrecht betrifft, ist bekanntermaßen eine ganz andere. Wir Freie Demokraten stehen daher zu einem modernen Einwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild. Und genau das übrigens liefert auch die SPD-Bundestagsfraktion, trotz jahrzehntelanger Teilnahme in der Bundesregierung, eben nicht. Aber wir Freie Demokraten stehen genauso auch zum Wert einer Staatsbürgerschaft, einer wertebasierten Europäischen Union und zum Grundsatz Integration, dann Partizipation. Vielen Dank.